Ach ja, das gute alte Sachsen, wie sehr wir es lieben. Gelegen im Osten von Deutschland, atemberaubende Kultur, aber einlassstur den Deutschen. Willkommen zu einer neuen Folge Sächsisch für Anfänger. Im Restaurant. Schließen Sie doch bitte den Mund beim Kauen. Geht schon nicht so. Ich habe Appetit auf etwas Besonderes, Pikantes. Ich möchte mal was recht Nervliches. Nag bitte das Fleisch von den Knochen ab. Ihr glaubt, dass viele Fleisch noch ab. Der Gurkensalat ist geschmackslos. Die Gurken schmecken noch nichts. Oh, ich habe zu viel gegessen. Oh, jetzt hau ich mir aber den Ranzen vollgehauen. Es hat mir nicht geschmeckt. Das war aber in Fraß. Das Essen ist fade. Das Essen schmeckt lapsch. Das Essen hat keine Beilage. Das ist aber ein nächstes Essen. Trinke doch nicht so schnell. Zerze das Zeh ich schon nicht so runter. Einkaufen. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Mir ist mein Portemonnaie flöten gegangen. Man muss sparen. Man muss doch die Barfänge zusammenhalten. Verkäuferin? Der Käse zerläuft doch schon. Der Käse ist doch schon ganz lausch. Das war aber ein ungeduldiger Kunde. Das war aber ein rammeldächer Dieb. Ich möchte diesen Schirm kaufen, bitte. Den Schirm nehme ich. Die Äpfel sind nicht mehr frisch. Die Äpfel sind schon ganz verschrumpelt. Die Kunden wollten mich kritisieren. Ich lasse mich doch nicht von der anflaumen.